Schotter und Schiene im Viervierteltakt. Fast 1000 Meter lang ist dieser neue Schnellumbauzug. Im Fließbandverfahren, bei Tag- und Nachteinsatz, erneuert er die Streckengleise der Bundesbahn. Ein imposantes Monstrum, Kaufpreis 8,5 Millionen Mark, dessen faszinierende Technologie dem Reisenden verschlossen bleibt, wenn es an seinem Abteilfenster vorüberfliegt. Wir beobachteten eines der drei rollenden Montagewerke, als es auf einer Hauptstrecke in Süddeutschland den Oberbau erneuerte. Nachdem die Altschienen hydraulisch abgehoben sind, sammelt ein Fahrgerät die alten Schwellen auf. Der automatische Schwellenkran legt sie auf Paletten ab. Portalkräne transportieren sie auf Spezialwagen, wo sie versandfertig verladen werden. Zur Gleiserneuerung nach Fließbandart entschloss sich die Bundesbahn Ende der 60er Jahre, als erkennbar wurde, dass die immer dichtere Zugfolge auf den Hauptstrecken durch den Gleisbau alten Stils empfindlich gestört wurde. Mit der rascheren Zugfolge wuchs außerdem der Verschleiß des Oberbaus und damit die Häufigkeit von Reparaturen. Die neu entwickelten Schnellumbauzüge revolutionierten den Gleisumbau. Um 3 Kilometer abgefahrene Schienen und Altschwellen auszuwechseln, mussten früher 200 Gleisarbeiter 5 Wochen arbeiten. Heute schafft die teils auf Raupen, teils auf Schienen fahrende Supermaschine die gleiche Strecke in nur 11 Stunden. Statt der 200 Arbeiter sind nur noch 50 nötig. Ein Rationalisierungseffekt, mit dem der Staatsbetrieb Bundesbahn sogar Zeichen für die Privatwirtschaft setzte. Die Zahl der Gleisarbeiter wurde um mehr als 2/3 reduziert. Der Zug besteht aus 2 Montageeinheiten, dem Gleisabbauzug und dem Gleisverlegezug. Der erste Zugteil fährt auf dem alten Gleis, das er hinter sich abträgt und verlädt. Der zweite Zugteil verlegt das neue Gleis, auf dem er selbst dann fährt. Nachregulieren und Anziehen der Befestigungsschrauben. Einige der wenigen Arbeitsgänge, die noch nicht vollautomatisiert sind. Verlegegeschwindigkeit 10 cm pro Sekunde. Schichtwechsel. Die Nachtcrew schafft fast das gleiche Arbeitstempo wie die Tagesschicht. Rund 400 Meter in der Stunde. Auch die Schotterplanierfräse, die dem neuen Gleis das Bett richtet, hält sich an das Arbeitsmotto saubere Baustelle. Altes Baumaterial sammelt der Zug. Sind die Wagen voll, werden sie abtransportiert. Das Schienennetz der Deutschen Bundesbahn ist 60.000 Kilometer lang. 1.800 Kilometer werden jedes Jahr erneuert. Eine technische Maßnahme, die nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Pflege eines Vermögens dient. Denn die Gleisanlagen der Bundesbahn haben einen Sachwert von 7 Milliarden Mark.